Herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die Mauser Halloween. Letztes Jahr habe ich die auch schon vorgestellt und dieses Jahr werde ich das ein erneutes Mal tun. Und zwar zum Patch 2013. Ja, wie ihr dieses Jahr ja sicherlich erfahren habt, das Kukri ist diesmal das Bestplatzierte. Als Zweitplatzierte ist die AK Halloween und als Drittbelegte die wir schon alle kennen, die Mauser Halloween. Die letztes Jahr nicht gewonnen haben, können diesmal draufdrehen. Und naja, so wie es der Glück will oder wie es eure Religion, euer Gott will, wird sie euch die Kraft geben, es zu gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Also, die Mauser Halloween sieht schon wirklich geil aus, ich muss schon sagen. Zwar spiele ich nicht so oft damit, weil ich kann keine Funktionalität darin sehen, weil ich finde diese Pistole, was auch immer das ist, ja, in Crossfire ist es eine Pistole, finde ich hier eigentlich absurd, weil die schießt total kacke. Da ist ja selbst die M9 besser. Oder kann man dagegen vergleichen, nur eben halt in Triple Burst. Auf jeden Fall, diese Waffe ist die einzige, die es in Crossfire gibt als Pistole. Da, wo man eben halt einstellen kann, ob man Dreierschuss will oder Einzelschuss will. Den Einzelschuss sollte man nur verwenden, wenn man auf Distanz geht, obwohl man auf Distanz nicht wirklich damit zocken kann. Aber eben halt vom Nahen. Natürlich könnt ihr damit auch dann berechnen, wenn ihr schon Triple Burst habt und der auch noch in 2,2 Sekunden leer geschossen ist. Das 18 Kugeln in 2,2, naja, okay, ist ähnelt schon fast einer M4, aber eine M4 hat 30 zu 90 Munition, aber scheiß drauf. Was ich damit meine ist, sie ist recht schnell leer geschossen, ihr solltet euch ein extra Magazin holen oder wenn dann eben halt andere Waffen aufheben und ist natürlich nicht so schön, wenn andere eure Waffe aufheben, aber letztes Jahr habe ich sie gewonnen und bis heute habe ich vielleicht, sagen wir mal so, wie sollte ich das sagen, ja, okay, nicht mal eine Stunde damit gespielt insgesamt. Ich habe so wenig damit gespielt. Nein, auf keinen Fall. Ich habe meine Fresse. Die steht nur in meinem Inventar übrigens. Oder eben halt in einem Bag, damit ich ein bisschen prallen kann. Falls mal wer aufmuckt, weißt du sowas wie, ey, yo, ich habe die Mauser, ich habe die FRF2, obwohl ich die FR2 haben wollte. Ich wünschte, die wäre es letztes Jahr so gewesen, dass das erste Platz sei. Aber naja, dieses Jahr ist es Kukri Halloween. Leider kann ich mir das nicht finanzieren. Ich habe kein Geld dazu. Aber seid dabei, wenn ich die M4 Beast Iron Beast vorstelle. Und zwar, die kommt am 14. raus. Und zwar in 2 Tagen. An eben 3. Oder in 2? Nein, heute ist der 11. Am 14. Am 14. sollte sie rauskommen. Also innerhalb 4 Tagen. Ich kann nicht rechnen. Scheiß drauf. YOLO. Nein, auch kein YOLO. YOLO ist uncool. So. Auf den Kopf macht sie 67 bis 89 Damage. Auf den Oberkörper macht sie 33 bis 49 Damage. Auf den Fuß macht sie 28 bis 39 Damage. Das natürlich von einer Close Range, also nicht von einer weiten Entfernung. Ihr solltet möglichst nah an den Gegner ran, weil sonst seid ihr am Arsch. Damit der Desert Eagle kann euch leicht in den Kopf ballern. Das ist recht unwahrscheinlich, dass ihr aus einer Ferne einen Headshot macht, weil diese Waffe, die Mauser, die variiert. Die ist nicht punktgenau. Die schießt nämlich kreuz und quer, wie sie will. Und naja, die Mauser ist auch ein bisschen lustig, oder? Naja, das war's auch schon zum Review. Mehr kann man zu der nicht sagen. Der Skin hat sich überhaupt nicht geändert. So wie bei der New X-Miss. Hätte man sich eigentlich gerne gewünscht. Nicht, dass sich das ein bisschen variiert, aber na gut. Ich kann dann sagen, ja, dieses Jahr habe ich die Mauser gewonnen, obwohl ich die letztes Jahr gewonnen habe. Und, naja, so wie man es sieht, ich hätte gern die AK Halloween gehabt oder eben halt die Kukri Halloween. Kukri Halloween wollte eigentlich jeder, oder nicht? Wer will denn bitte schön die Mauser? Außer natürlich ein, zwei fanatische Waffensammler, aber wie auch immer. One-Hit macht sie mit Triple Burst auf den Kopf und natürlich auf Oberkörper und auf dem Bein, also auf dem Fuß. Das habe ich alles letztes Jahr gemessen, also die Stats könnten sich auch variieren, aber ich denke nicht, dass diese die Mauser Halloween auf einmal besser sei als die vorherige. Egal, das war's zum Review, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, abonnieren nicht vergessen, schaut bei den Partnerkanälen nach und bewertet's. Und seid natürlich beim M4 Iron Beast Review dabei oder eben halt Vorstellung, ich mache es ja jedes Mal, die VIP-Waffen so besonders. Naja, was heißt besonders? Ich gebe mir da Mühe. Und zwar, das war's von mir. It's Tea Time, Bitch.